Der Tod. Sei es unseren eigenen oder den von anderen geliebten Menschen. Warum haben wir den Tod? Wie können wir damit umgehen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und Traumata. Warum passieren uns Traumata im Leben? All das werde ich besprechen heute mit Joachim Schaffer-Suchomehl. Wer die letzten Interviews mit Joachim noch nicht gesehen hat, sie werden hier drunter verlinkt. In dem ersten ging es über Intuition, in dem zweiten Interview ging es über den Umgang mit Corona. Joachim Schaffer-Suchomehl ist Buchautor, er ist Coach, er ist Symbolexperte und er ist einfach unfassbar weise. Und genau das wirst du jetzt auch in diesem Interview erfahren. Viel Freude. Wenn du Fragen hast, kommentiere sie doch gerne hier drunter. Außerdem all die Bücher, die es von Joachim gibt, werden hier drunter gepostet. Und like dieses Video gerne, da würdest du mir eine riesen Freude mitmachen. Wenn du diesen Kanal abonnierst und teilst, dann würdest du mich riesig unterstützen. Danke dir für deine Energie und dann geht's jetzt auch schon los. Ja, ein Thema, was mich gerade sehr treibt und interessiert, ist ein Thema, was häufig nicht in den Mund genommen wird. Und das ist der Tod. Hm? Bevor ich jetzt meine Meinung dazu kundtue, möchte ich dich mal einladen, weil es auch gerade dich ja jetzt beschäftigt hat in diesem Jahr. Was ist für dich der Tod? Also es beschäftigt mich schon seit meinem 30. Lebensjahr, weil in meinem Leben sehr viel mit Tod passiert ist und ich das Fehlen von geliebten Menschen immer wieder integrieren musste. Ich befasse mich ja sehr viel mit dem Unbewussten und mit Symbolen. Mhm. Und das Symbol, das den Tod kennzeichnet, habe ich glaube ich im letzten Interview auch gesagt, ist ein Plus. Also so negativ kann der Tod ja nun wirklich nicht sein. Stimmt, das ja. Kreuz. Ja, ja. Ja, das ist auch überhaupt, weil ein negatives, sage ich ja in jedem Interview, ein negatives, ein nicht entwickeltes Positiv. Wer es nicht glaubt, soll seinen Fotografen fragen. Ja, das heißt, ein Negativ wird durch eine Waagrechte gekennzeichnet. Wenn wir nur von A nach B das ganze Leben laufen, dann ist ein Leben negativ, weil das nur die eine Seite ausmacht. Die Senkrechte, die wir dann in den Pluszeichen haben, die ist das Verbinden mit dem Universellen, mit dem Urvertrauen, damit wir eine andere Sicht auf die Dinge haben. Mit der das Gegenwart. Das ist die Senkrechte. Man sagt ja immer genau. Vergangenheit, Zukunft. Gegenwart ist in der Mitte. Hm. Ja, und wie Gefühle allgegenwärtig sein können, die vergessen wir nie, weil sie zeitlos sind. Hm. Also die Senkrechte viel mehr zu pflegen, das Vertrauen zu pflegen, die Vorstellungskraft zu trainieren, seine Gedanken zu trainieren. Wenn ich versuche, den Tod, um zum Thema auch zurückzukommen, den Tod mit der Ratze zu fassen, kommt nur, verliere ich den Boden unter den Füßen, Verlust, dann ist nur alles negativ. Mhm, weil die Ratio ist für das Neue, was mit dem Tod entsteht, die ist dafür nicht zuständig. Ja. Die Ratio ist der Verwalter des Alten und auch der Notmanager. Ja? Mhm. Und natürlich wird sie die Not, die du dann im Kopf erzeugst, weil jemand gestorben ist, sie wird die Not auch wieder managen, aber dann bist du nur noch mit diesem Mist beschäftigt. Hm. Ja, du musst andere Intelligenzen einsetzen. Wir haben die rationale Intelligenz und wir haben die emotionale Intelligenz. Mit der stellen wir Beziehungen her. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen Gesprächspartner, damit wir andere Resonanzen haben als diese Ratio, die sagt, jetzt ist es ganz schlimm. Mhm. Wie dramatisch, ja? Wie schrecklich. Also ich habe auch ganz viele Trauernachrichten bekommen, Beileidsbekundungen bekommen, wo einfach dieses Drama dann nochmal dargestellt ist. Oh Gott, wir kennen dich nur mit deiner Frau Michaela zusammen. Jetzt bist du ja nur noch halb. Ne? Also, oh wow. Interessant. Da habe ich gesagt, also, dann geht es mir mit halb immer noch ganz gut. Ja. Ja, also war jetzt nicht gerade beflügelt. Nee, das war nicht gerade beflügelt. Ja, und die dritte der Intelligenzen ist die spirituelle Intelligenz, die alles umfasst. Da ist unsere Intuition, da ist alles mit drinnen. Ja, und wenn wir, da ist auch unser,
Spirit, unser Geist, der Geist der Begeisterung mit drin. Mhm. Da ist auch der Sprit, Spirit kommt, Sprit und Spirit sind dasselbe Wortstamm. Da ist die Energie, der Sprit, den wir brauchen, um überhaupt positive Gedanken zu haben. Ja. Ja, weil wenn die Gedanken nur 50% entwickelt werden, sind die anderen 50% einfach negativ. Aber wie hast du für dich den Tod, ich meine, du hast viele liebende Menschen verloren. Ich habe sie nicht verloren. Ha! Ich habe es ausgesprochen. Ja, ja. Ich so. Also wenn ich sage, ich habe meine Frau verloren, dann wird mein Kopf den ganzen Tag am Suchen sein, wie er sie wiederfindet. Ja. Das ist ein völlig anderes Leben. Okay, zurückspulen. Zurückspulen und meine Frage ist, wie hast du es geschafft, trotz der Trauerphase, den Tod doch was Positives abzugewinnen? Ja, was hat deine spirituelle Weisheit dir gesagt? Ich würde sagen, nicht trotz der Trauerphase, mit der Trauerphase. Weil das Trauern, das traurig sein dürfen und diesen Raum auch sein zu lassen, was auch meine drei Töchter auch, will ich sehr gut trainieren, so schmerzlich der Verlust ihrer Mutter ist, das sein lassen zu können, auch Abschied nehmen zu können. Hm. Ja, und die letzten Wochen waren sehr intensiv, die waren auch sehr tiefgründig, auch zu sehen, wenn das Leben eines Menschen zu Ende geht. Und meine Frau, die letzten Monate hat sich sehr oft gesagt, ich habe kein Bild mehr von der Zukunft. Ja, da, ihr war klar, sie hat es auch gesagt, dass mein Leben geht jetzt zu Ende. Mhm. Und nicht, weil der Krebs sie besiegt hat. Es geht nicht darum. Ja, es geht nicht darum, dass wir immer gewinnen und den Krebs erobern oder beseitigen. Ja, oder Corona wegmachen und wegspritzen und so. Es geht auch darum, anzunehmen, dass das Leben zeitlich ist und dass manchmal Aufgaben auch erfüllt sind. Yeah. Ja. Es war interessant, ich habe mit einer Astrologin, die mich schon lange begleitet, im Anschluss gesprochen und sie sagt, es ist so eindeutig bei deiner Frau, dass sie ihre Aufgabe erfüllt hat. Yeah. Ihre Aufgabe, also kann ich mir das so öffentlich sagen darf, was ich jetzt tue. Ihre Aufgabe war gewesen, aus diesen ganzen Verflechtungen einer Familie auszusteigen. Hm. Ja, weil den Krebs, die zwei Krebsarten, die sie hatte beim ersten Mal, beim zweiten Mal, ihre Mutter hatte die erste Krebsart, die zweite Krebsart hatte ihr Vater. Ach. Also, dass sie dieses Leid, diese Verwicklungen in der Familie aufgelöst hat. Das hat sie ja auch beruflich gemacht. Yeah. Familien stellen, Systeme zu stellen. Da geht es nur darum, aus diesen Familiendramen oder den Dramen einer Gesellschaft, den Traumata auszusteigen. Yeah. Weil solange wir Traumata haben, können wir unsere Träume nicht leben. Yeah. Ja, sondern bleiben im Traumata einfach gefangen. Yeah. Ja, ich habe ja auch eine ganz tolle Familienaufstellung mit Michaela machen dürfen, wo sie mir auch da total aus dem Trauma auf hingewiesen hat. Ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt sehr viel mit dem Thema Tod beschäftigt und eben auch Beweise, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Etwas, woran ich schon immer geglaubt habe. Und im Grunde die Bücher, die Dokumentationen, die ich gesehen habe, haben immer wieder darauf hingewiesen, yo, das ist wahrscheinlich sogar, dass das passieren wird. Und das macht auch einmal alles Sinn. Das was passieren mit dem Tod? Der kommt mit Sicherheit. Was? Nochmal? Dass der Tod wahrscheinlich passieren wird. Hast du das gemeint? Das ist hochwahrscheinlich. Nicht nur das glaube ich sowieso. Nein, aber auch eben, dass es danach auch weitergeht. Und so sehe ich auch mein eigenes Leben, dass ich jetzt aktuell dieses Leben habe, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, um bestimmte Dinge zu mich wieder zu erinnern, ja, was ich eigentlich schon weiß, aber wir kommen ja auf die Erde und vergessen ja vieles. Und genau, dass man eben dieses Leben nutzt, um diese Erfahrung zu sammeln. Die Frage ist, ob es weitergeht. Weißt du, das von der Sprache ist, also auf keinen Fall geht es so weiter, wie es gegangen ist. Und ob es überhaupt weitergeht, das ist ja nur aus unserer begrenzten Welt so, dass wir immer gehen. Ja. Und vielleicht ist es eben
Zustand, wenn wir gestorben sind, dass wir einfach nur mal sein können. Mm. Einfach nur mal sind. Und dann alles wahrnehmen. Oh wow, ja? Und voll auftanken können, weil wir alles wahrnehmen, aufnehmen und dieses Verbundenheit. Ja, vielleicht dann für die nächste Weltenreise, nächste Inkarnation. Okay, den Gedanken lasse ich auch zu. Nee, da ist was Schönes dran, was du gerade gesagt hast. Dieses, man kommt auf die Erde, man ist ja nur am Gehen. Und ja, falls dann tatsächlich das dann der Gegenpol eintreffen darf, sobald wir sterben, dass wir dann einfach mal sein dürfen. Und das finde ich das Spannende, ich habe mir viele Berichte angehört und durchgelesen von Nahtoderfahrung, Menschen mit Nahtoderfahrung. Und es ist unfassbar, so, sie begeben sich in den Tod rein und plötzlich sind sie so voller Weisheit und verstehen plötzlich alles. Ja? Sie bekommen Bilder von früheren Konflikten aus ihrem Leben und erkennen plötzlich, was ist eigentlich der wirkliche Grund hinter diesem Konflikt gewesen, welche Emotionen und welche Schmerzen. Sie verstehen auf einmal, warum sie auf der Welt waren, warum es Atomkriege gab. Ja? Also da ist so viel Weisheit, wo man, und die kann man ja wirklich, und das weiß ja jeder, der schon mal meditiert hat oder ich sag mal einen gegenwärtigen Moment erlebt hat, plötzlich sind wir nur. Und plötzlich sprudelt es aus uns voller Weisheit. Ja. Intuition kann auch nur dann entstehen, wenn wir sein, sind und wenn wir nicht rasen und gehen. Und für die Verarbeitung ist das Erleben, dass etwas natürlich und gut zu Ende geht, das ist das A und O. Ja, auch meine Frau, die war am Ende ihres Lebens, die war in ihrer ganzen Arbeitsweise. Aber das hat einfach alles nochmal übertroffen. So eine wirklich stille Weisheit, wo nicht mehr viel gesprochen wird. Mhm. Ja, und auch dennoch witzig zu sein. Also sie war auch sehr witzig, auch am Ende noch war sie sehr witzig. Ja. Und das, ich denke, das macht es auch unseren Kindern leichter, es zu verarbeiten, wenn du das Gefühl hast, jemand geht unvollendet zurück. Dann bleibt wieder schlechtes Gewissen und Hoffnungslosigkeit. Da kommen die ganzen Gefühle, sind eine Menge damit dran. Ja. Kannst du Menschen, die jetzt gerade dem Tod ausgesetzt sind oder Angehörigen haben, der gerade am Sterben ist, kannst du denen irgendeine Empfehlung geben oder einen Tipp, wie man... Das ist so individuell, das glaube ich kann ich nicht. Das wäre zu allgemein. Das wäre zu allgemein, weil jeder hat so eine ganz spezielle eigene Situation. Was ist denn mit der? Wieder ein anderer Umgang mit Widerständen. Ja, das zuzulassen, was da passiert. Ja. Und das, meine Frau hat das immer so ausgedrückt, die hat gesagt, ich hab die Lösung einfach nach oben abgegeben. Ich kann es nicht lösen. Ja, und der Rest wird dann oben gelöst. Hm. Wenn wir, also in Bereitschaft für Lösungen zu bleiben, aber nicht versuchen, es immer alles selber zu lösen. Ja, so ein bisschen Vertrauen und Glauben. Ja, so anstrengend, wenn wir alles immer selber lösen wollen. Das finde ich ja auch, ja, total. Das Ding ist, ich bin... in einer katholischen Familie aufgewachsen. Ich wurde gezwungen, jeden Samstag zur Kirche zu gehen. Das hat dazu geführt, dass ich in der Pubertät mich komplett gegen den Glauben entwickelt habe. Ich habe gesagt, ich glaube nicht an nichts. Ich trete aus der Kirche und so weiter. Und war dann ein Antigläubiger. Und muss mittlerweile feststellen, dann habe ich ja mit 27 zum Glück den spirituellen Weg gefunden für mich. Und merke jetzt dieser Glaube an eine kollektive Weisheit, mit der wir alle verbunden sind. Und auch der Glaube, dass es nach dem Tod eben mehr gibt als nichts. Ja? Dass dieser Glaube sowas von beflügelnd ist und so wertvoll ist und so viel Lebensqualität schafft. Also ein Leben ohne Glauben beziehungsweise ohne Vertrauen, ja, weil das ist ja am Ende auch eine Entscheidungsfrage, das merke ich auch. Ja, man kann bestimmte Dinge nicht beweisen.
weil die Wissenschaft eben nur das beweisen kann, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und da braucht es am Ende, braucht es letztendlich nur die Entscheidung, hey, ich entscheide mich jetzt für ein Glauben. Gott sei Dank kann man nicht alles beweisen. Findest du? Ja, sonst haben wir eine rationale, wissenschaftliche Welt, wo alles bewiesen ist. Ja, ja. Eine große Langeweile. Weil es ist... Manchmal, in manchen Diskussionen dass wir manche Dinge nicht beweisen können, ermöglicht ja das Vertrauen. Das Vertrauen, ohne dass wir es sehen können. Dass wir es spüren. Ja? Mhm. Und du kannst ja das spüren, wirst du ab einem gewissen Punkt gar nicht beweisen können. Wird nicht funktionieren. Das ist aber diese rationalistische Welt, die einfach alles immer beweisen möchte. Das Ding ist aber, diese Aussage, ich finde es gut, dass man manche Dinge nicht beweisen kann, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken, ob ich... Wie du das beweisen kannst. Ja, genau. Weil es ist schon manchmal sehr anstrengend, wenn ich mit meinem spirituellen Glauben nur daherkomme und dann auf einmal kommt ein Wissenschaftler und sagt, ja, aber das kann man doch noch gar nicht beweisen. Und dann denke ich, oh. Das ist so anstrengend. Raum halten für den Wissenschaftler. Absolut, absolut. Das sowieso, Joachim, das ist meine Top-Qualität. Nein, aber magst du das nochmal erläutern? Warum ist es gut, dass Dinge nicht bewiesen sind? Es geht doch nicht nur um die Ratio, dass die Ratio alles verstanden haben will. Ich habe so einen Artikel geschrieben über die drei Intelligenzen. Ja. Da habe ich, die Ratio ist so klein wie ein Tischtennisball. Ja, die rationale Intelligenz. Die emotionale Intelligenz ist vielleicht so groß wie ein Fußball. Ja, und die spirituelle Intelligenz ist so groß wie ein Völkerball, natürlich viel größer. Aber ja, wäre es... Wie wollen wir mit diesem kleinen Verstand das Große alles begreifen? Also das ist schon... Eine Hybris, also wie soll das denn funktionieren? Das ist okay. Der kleine Ball ist einfach viel zu klein, um das Große. Weißt du, das nimmt dem Großen auch diese Qualität von Größe, ja, von Unendlichkeit. Das ist ja alles weg. Auch diese ganze Mystik ist für mich ja positiv. Ist damit weg, wenn wir alles bewiesen haben. Ja, dann wird es wirklich langweilig. Ja, dieses Staunen, wie Kinder staunen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Ja, ich habe gestern haben wir den Kindern aus meinem Demenzbuch ein paar Geschichten vorgelesen, den Enkelkindern. Ja. Und da gibt es eine Geschichte, wie mein Vater war ja schwer demenzkrank und wie ein kleines Kind, dann war so ein Windrädchen im Rasen gesteckt. Und er ist raus und er war fast eine Stunde davor gestanden und hat immer gesagt, wie sie es nur machen. Wie sie es nur machen. Er war so freudig, wie das Ding sich dreht. Es war genial, weil dadurch konnten seine ganzen Emotionen rausgehen. Wenn du als Wissenschaftler rausgehst, weißt du genau, wie man was alles macht. Oder denkst es zu wissen, es ist langweilig. Ja, da ist keine Faszination mehr. Ja, es fehlt die Faszination. Oh ja, oh, das stimmt. Jetzt habe ich jetzt kann ich das nachempfinden, was du gesagt hast. Nee, weil ich mir die ganze Zeit denke, ja, okay, der Verstand kann nicht alles greifen, wenn er so klein ist. Allerdings ist der Verstand enorm mächtig, wenn es darum geht, Ängste zu entwickeln. Und natürlich hilft es... Der Verstand hat so viel Macht, wie du ihm gibst. Punkt. Wenn du ihm den Raum gibst, dann wird er mit dir, dann wird er die Macht übernehmen. Ja, das hat er schon mal gemacht bei mir. hartes Leben. Nee, aber da merke ich so, oder da wäre es echt schön, wenn es mehr Beweise geben würde, dann würde meine Ratio keine Argumente mehr haben und ich könnte endlich mal. Weil die Ratio, die wird immer ein Argument finden. Die Ratio ist unendlich in ihrem Erfinden, vor allem intelligente Menschen. Die finden tausend Ausreden, tausend Möglichkeiten. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber und das wird nicht aufhören. Ich habe gerade ein... Die wird nie zufrieden sein, dir was. Ich habe gerade ein Interview mit Ute Ulrich geführt. Das wird morgen veröffentlicht. Wie auch immer, auf jeden Fall sagte sie, ja, unser Verstand, oder sie nennt es auch Monsieur Jack, so nennt sie ihr Verstand, hat Dramatologie studiert. Ja, perfekt im Drama finden. Ja, wenn das eine Drama gelöst ist, wird ein neues erfunden. Ja, ist so. Ja, das heißt, gib ihm nicht diesen Raum. Ja. Wenn ich dem Verstand diesen Raum gebe, werde ich mit dem Tod meiner Frau völlig verzweifelt. Ja.
oder mit bestimmten Situationen, die immer wieder begegnen. Mir fällt jetzt nur ein Thema ein, weil wir suchen, unser Verstand sucht Dramen im Leben, und ich habe da auch schon mit Ute gerade drüber gesprochen, es ging halt darum, dass man am Ende die Trauma aus der Kindheit, aus der Jugend nochmal nachleben möchte. Absurd, das klingt absurd, aber es ist so, weil wir uns dann fühlen, weil wir dann das fühlen können, was wir schon kennen. Ja? Und ich habe viele Menschen gerade in meinem Umkreis, die sagen, ja, aber die Corona-Masken, die machen doch, was machen die mit den Kindern? Die werden alle traumatisiert. Und es klingt manchmal brutal, aber was ich dann dazu denke ist, ja, aber manchmal brauchen wir diese Traumata. Brauchen wir sie? Oh, ich habe Angst, das auszusprechen, weil ich nicht weiß, was jetzt für eine Reaktion kommt. Aber ja, also sind nicht Traumata auch was Wertvolles, um am Ende die Polarität zu schaffen, zu erkennen, was es eben nicht ist? Weißt du, was ich meine? Mal so, ja, ich würde es so anders ausdrücken, weil Traumata ermöglichen, dass die Energie nicht verloren geht. Ja, die Energie von einer Notsituation, wo du wirklich traumatisiert bist, da läufst du ja Gefahr der Abspaltung. Ja, manche spalten sich ja auch mit Traumata ab, aber im Traumata selber ist die Energie erhalten geblieben. Mhm. Die Energie geht nicht verloren. Ja. Verschwindet nicht. Ja. Ja, nur wir können sie erst nutzen, wenn wir das transformieren, wenn wir diese Emotion wieder zulassen in einem geschützten Rahmen. Das ist mit Raumhalten gemeint. Einen geschützten Rahmen, damit diese Energie transformieren kann. Sonst wird, wenn wir zu lange dieses Traumata unterdrücken, wird es einfach dann uns komplett in Beschlag nehmen. Ja. Das kann bis zu psychiatrischen Zuständen dann auch gehen, weil das gibt nicht auf. Man kann es mal so sagen, wenn wir negative Energie vergleichen mit einem Luftballon, ja, da ist es eingesperrt in negative Energie. Ja. Und dann versuchen wir, die im Wasser runterzudrücken und verschwinden zu lassen. Die kommt immer wieder hoch. Ja. Nee, und genau. Und was mein Punkt ist eben, ich sage ja nicht, dass wir alle ein Trauma erleben müssen, ja, damit es uns am Ende gut geht, sondern was ich meine ist, ich habe zum Beispiel durch meine Trauma, zum Beispiel musste ich zur Schule gehen, das war für mich ein Riesentrauma, habe ich erst bestimmte Werte entwickelt, wie zum Beispiel, mir ist Freiheit ganz, ganz wichtig. Und ich konnte so das Gegenpol mal erleben. Ich konnte Freiheit, kann ich jetzt viel mehr schätzen, weil ich einmal das Gefühl hatte in der Schule, ich bin eingesperrt. Und diese Traumata helfen einfach nicht zu realisieren, was man eigentlich hat. Also wir brauchen keine Traumata, aber Traumata geben eine Möglichkeit zu transformieren. Ja, danke, danke. Das hast du gut ausgedrückt. Wir brauchen keine Traumata, aber wenn wir sie haben, dann können wir sie wertvoll nutzen. Finde ich viel besser. Danke für die Formulierung. Ja. Ja, nee, total. Gut. Joachim, möchtest du noch etwas den Zuhörern mitgeben? Nein. War so viel Inhalt gewesen. Wohl wahr. Wenn Fragen aufkommen zu diesem Gespräch, wir haben ja viele Themen angeschnitten und sind tief gegangen, gerne hier drunter formulieren unter diesem Video oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns. Und genau, alle Links, alle Themen, Bücher, Aufbruch wird auch unter diesem Video nochmal verlinkt. Bitte schickt uns auch gerne ein Like oder abonniert diesen Kanal, da würde ich mich sehr darüber freuen. Mhm. Und dann würde ich sagen, einen wundervollen Tag und Alles Gute. Tschüss.